Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, euch geht's gut. Von mir gibt es heute endlich mein Lesemonat-Video für den Mai. Genau, letzten Monat habe ich es ja leider nicht geschafft, Lesemonat und Neuzugänge zu drehen, was mir total leid tut. Aber diesen Monat gibt es endlich wieder beides von mir, was ich nämlich jetzt drehen werde. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an mit meinen gelesenen Büchern. Es waren im Mai verdammt viele Bücher, muss ich sagen. Es waren 11 Stück, glaube ich, habe ich jetzt hier. Genau. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an. So, einmal Truly von Ava Reed. Das Buch habe ich ja eigentlich schon vorher gelesen, aber ich habe es jetzt vom Lesemonat her in den Monat gepackt, wo es erschienen ist, also im Mai. Aber wie gesagt, ich habe das ja schon letztes Jahr, durfte ich das ja testlesen und genau. Ich habe das Buch natürlich schon für euch rezensiert, also schaut super, super gerne bei meiner Rezension vorbei. Ich kann euch jetzt schon mal so viel sagen, dass ich das Buch richtig toll fand. Es ist eine unglaublich besondere Geschichte. Es ist eine ruhige Geschichte, also es passiert jetzt nicht so vieles, also es ist jetzt nicht so, ja, nicht so viel Drama, wie man es vielleicht von anderen New Adult Geschichten kennt. Aber nichtsdestotrotz ist sie wirklich besonders mit einem tiefgründigen, emotionalen Schreibstil. Und ich fand es einfach ganz, ganz toll und kann euch dieses Buch nur weiterempfehlen. Dann habe ich gelesen City of Elements, Die Macht des Wassers von Nena Tramuna, was auch immer. Das ist eine Fantasy-Geschichte und ja, es geht hier um unsere Protagonistin Kia, und Kia wird quasi entführt, und zwar nach, wie hieß die Stadt? Genau, Tesseract, keine Ahnung. Das ist halt die Stadt der vier Elemente, und dort, ja, erfährt sie dann einiges über sich und ja, über Elemente und so einiges. Und ja, der Kerl, der sie entführt hat, ist ihr Inventi, meine ich, nennen die das hier. War das das Buch mit dem Inventi? Ich glaube schon. Oh mein Gott, wie peinlich. Genau, doch, das ist der Inventi. Und er ist halt dazu geboren quasi, um sie zu beschützen. Und ja, es ist auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Das war jetzt natürlich nur ganz grob der Inhalt angeschnitten. Aber mir hat die Geschichte wirklich, wirklich gut gefallen. Ich fand die Fantasy-Elemente toll. Ich fand die Chemie zwischen den Protagonisten toll. Ich finde, hier hat sich einiges angebahnt, worauf ich wirklich sehr gespannt bin, wie es in den weiteren drei Teilen damit ja, weitergehen wird. Und es ist einfach eine richtig gute Geschichte gewesen. Ich konnte absolut abtauchen. Und das finde ich immer richtig toll. Das Einzige, was mich gestört hat, waren teilweise die ziemlich langen Kapitel. Aber manchmal hat man sie auch nicht gemerkt, muss ich sagen. Man steigt auch sehr rasant in das Buch rein. Also da geht es so Knall auf Fall und man hat einfach so einen richtigen Lesefluss. Und ja, hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Ich freue mich sehr auf Band 2, den ich zwar schon hier habe, aber noch nicht lesen werde, weil ich tatsächlich noch auf Band 3 warten werde. Ich habe Angst, dass es ein fieser Cliffhanger wird. Also ich habe da echt ein bisschen Schiss. Naja, machen wir weiter, und zwar zu zwei Büchern, die mich absolut gefangen genommen haben. Und zwar haben wir einmal Suddenly Forbidden von Ella Fields. Ich habe das Buch gemeinsam mit meiner wundervollen Esther gelesen. Und ja, ich weiß noch, sie hat mir damals dieses Buch geschickt, also den Klappentext davon. Und ich fand den Klappentext so unglaublich toll, dass ich direkt los bin und mir dieses Buch geholt habe. Und jetzt haben wir es endlich gelesen und ja. Es ist, ich möchte nichts zum Inhalt sagen, weil ich finde auch, der Klappentext verrät nicht allzu viel. Es ist auf jeden Fall eine New Adult Geschichte und es ist eine richtig tolle New Adult Geschichte. Ich fand sie unglaublich. Ich fand, wie sie erzählt wird, ist richtig, richtig schön. Wir switchen hier immer zwischen den Jahren. Wir lesen einmal ein Kapitel aus der Gegenwart und dann lesen wir ein Kapitel, was ein paar Jahre vorher gespielt hat, weil die Protagonisten, um die es hier geht, die kennen sich halt aus ihrer Vergangenheit. Und ja, es hat mir so, so gut gefallen, kann ich euch sagen. Und ja, wir fanden es halt so toll, dass wir direkt mit Band 2 weitermachen wollten, und zwar mit Bittersweet Always. Und ich kann euch sagen, dieses Buch wird auf meine Highlight-Liste für das Jahr 2020 wandern. Das weiß ich jetzt schon.
Es hat mich absolut berührt, absolut gefangen genommen. Es hat mich so gecatcht. Und unser männlicher Hauptprotagonist Toby, der hatte mich einfach. Der ist einfach so eine zerbrochene Seele. Und ja, der hatte mich irgendwie von der ersten Seite an. Ich fand ihn unglaublich toll. Und hier geht es übrigens um zwei andere Charaktere, falls ich das noch nicht gesagt habe. Es geht hier um die beste Freundin von der Protagonistin aus dem ersten Band. Genau, und ja, auch hier, die Protagonisten sind einfach unglaublich toll, aber ich möchte auch hier nichts zum Inhalt sagen. Lest einfach diese Bücher, lasst euch dort reinfallen. Sie sind so, so toll. Also wirklich, es ist so eine New Adult-Reihe, die mir einfach so ans Herz gewachsen ist und die mir so wichtig irgendwie geworden ist. Und ja, dieses Buch, also Band 2, hat mir noch viel besser gefallen als Band 1, obwohl ich Band 1 schon unglaublich gut fand. Band 2 ist auch definitiv anders, was ich auch immer richtig gerne mag, wenn ich mag es zwar auch, wenn die so von der Art und Weise her gleich sind, aber ich finde es halt besonders, wenn sie so ein bisschen ja Andersartigkeit haben. Und das hatte dieses Buch und es war unglaublich und ich liebe Toby. Und ich denke, für die Leute, die ja so Hardin Scotts mögen, könnte das was sein, weil Toby ist auch so ein zerbrochener Kerl und ja, ich fand ihn toll. Ich glaube, ich höre auf zu schwärmen. Dann habe ich tatsächlich eine Reihe gelesen. Wow, ausnahmsweise mal. Und zwar einmal Rebel Soul und Rebel Heart von Wikiland und Penelope Ward. Wenn ihr mich schon länger guckt, dann wisst ihr, dass ich Wikiland und Penelope Ward einfach unglaublich finde. Ich liebe den ihr Schreibstil. Und ich finde, die haben einfach einen ganz besonderen Schreibstil. Sowas zwischen locker leicht, aber irgendwie doch ein bisschen tiefgehend und emotional. Aber ja, nicht zu sehr. Ich finde es einfach richtig toll. Und ich muss sagen, auch diese beiden Bücher haben mir sehr gut gefallen. Aber ich sage da jetzt nicht zu viel zu, weil dazu kommt die nächsten Tage auch meine Reihenvorstellung zu. Und deswegen möchte ich da jetzt nicht zu viel zu erzählen, sonst hört ihr alles doppelt, falls ihr euch die Reihenvorstellung anguckt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Schaut sie euch an. Ich mochte die Bücher auf jeden Fall sehr gerne. Sie waren anders, als ich erwartet habe. Ich finde, der Klappentext von Band 1, der täuscht ein bisschen. Also ja, man geht einfach mit Erwartungen ran, die, finde ich, nicht erfüllt werden, aber nicht im negativen Sinne, sondern komplett im Gegenteil, im positiven Sinne. Und ja, ich freue mich auf alles, was da noch kommt von diesen beiden wundervollen Autorinnen. Dann habe ich gelesen Consequences, Band 3. Ja, oh mein Gott. Ich finde Consequences absolut genial. Es ist so, es geht so. Es ist eigentlich, es wird als Dark Romance betitelt, aber ich sag immer, es ist so, ja, Thrill Dark Romance. Ich finde, es geht schon so ein bisschen in die Thriller-Richtung, obwohl es jetzt nicht so krank gruselig ist, aber es ist einfach mit unglaublich vielen Intrigen, so, aber nicht so auf Gossip Girl Art und Weise, sondern schon wirklich einen Tacken weiter. Und auch Band 3 hat mir unglaublich gut gefallen. Ich bin jetzt so auf diesem Level, wo ich sage, oh mein Gott, hoffentlich wird das weiter übersetzt, weil es gibt noch ein paar Bände, glaube ich. Ich weiß nicht, wie viele. Eins, zwei, drei, keine Ahnung, weiß ich nicht so genau. Aber ich konnte es nicht erwarten und musste mich schon spoilern, ob das alles mit Happy End ausgeht oder nicht. Und ja, ich hoffe einfach, dass der Fester Verlag ist. Auch ja, also dass das auch übersetzt wird ins Deutsche. Ich fand es wieder richtig gut und ja, hat mir echt gut gefallen. Man fliegt hier nur so durch die Seiten. Und dazu werde ich demnächst, denke ich, auch noch mal eine Reihenvorstellung zu machen, um noch mal ein bisschen genauer was dazu zu erzählen. Wenn ich die Rezension finde, kann ich euch mal die Rezension zu Band 1 hier unten verlinken. Ich war ja von Band 1 auch so geflasht. Also man kann gar nicht sich denken, was da alles kommt. Das war einfach so, so krass. Dann haben wir so One Best Man von Pippa Rain. Habe ich überwiegend gehört, aber ich packe es halt trotzdem hier in den Lesemonat. Und zwar geht es um, oh mein Gott, wie heißt sie? Oh, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, Victoria war das. Ja, Victoria, genau. Victoria ist geschieden, sie hat eine kleine Tochter und ja, möchte eigentlich so mit der,
Ehe beziehungsweise mit der Männerwelt erstmal nichts zu tun haben. Da hat sie genug von. Und vor allem hat sie von Anwälten genug, denen ihr Job wichtiger ist als alles andere. Und ja, sie ist eigentlich ganz glücklich mit ihrem Job, mit ihrer Tochter. Aber da trifft sie auf Reed Warner, der ehemalige Trauzeuge ihres Ex-Manns. Und irgendwie, ja, funkt es bei den beiden so ein bisschen. Und ja, das ist so der grobe Inhalt. Ich muss sagen, ich fand, das war eine süße Geschichte, hat mir gut gefallen. War für mich jetzt nichts super Besonderes. Also ist jetzt keine Geschichte, wo ich sagen würde, boah, muss ich unbedingt nochmal lesen. Mich hat ein bisschen gestört, dass teilweise, also ich liebe es immer, wenn Kinder mit einbezogen werden in so Büchern, also wenn Protagonisten Kinder haben oder was weiß ich, Enkelkinder oder was heißt Enkelkinder? Hier nicht nur Neffen, das wollte ich sagen. Aber mir kam es ja am Anfang ein bisschen zu viel davon vor. Ich hätte gerne mehr über die Protagonisten selbst gelesen und ich hätte mir ein bisschen mehr Zeit für die Protagonisten alleine gewünscht. Aber es ist natürlich Ansichtssache. Also für mich ist das so ein mittelmäßiges Buch, aber so für zwischendurch hat es mich auf jeden Fall ganz okay unterhalten, würde ich sagen. Dann habe ich gelesen Mors and Sis von April Dawson. Hier geht es um Grace und Zane. Ich muss immer drauf spitzeln. Ich bin nämlich gar nicht so mit Namen bei so vielen Büchern. Auf jeden Fall, hier geht es um Grace und Zane. Das sind die letzten beiden unserer Clique hier. Und ja, genau. Ich habe euch dazu eine Rezension abgedreht. Das Buch hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Ich fand es leider nicht ganz so gut wie die anderen. Ich fand die anderen beiden Bände definitiv stärker. Ist auch, wie gesagt, meine persönliche Meinung. Ihr könnt gerne bei meiner Rezension vorbeischauen. Da erzähle ich, gehe ich auch ein bisschen mehr drauf ein, warum mir das Buch nicht ganz so gut gefallen hat. Aber ansonsten auch hier eine super süße Geschichte für zwischendurch. Ich mochte die Chemie zwischen den Charakteren. Ich mochte die Charaktere an sich eigentlich auch wirklich ganz gerne. Vor allem unserem Playboy Zane und ja, ist auf jeden Fall eine Reihe, die ich New Adult Liebhabern empfehlen kann. Man kann sich schön in die Reihe reinfallen lassen und ich finde, das ist doch eigentlich so immer das Wichtigste. So, dann kommen die letzten zwei Bücher und das sind wirklich auch schon Highlight-Bücher für mich gewesen. Also meine Highlights aus dem Monat waren mal abgesehen von Truly, Bittersweet Always und die zwei, die jetzt kommen. Und zwar zum einen A Wish for Us von Tillie Cole. Ja, es geht hier um Cromwell Dean und um Bonnie. Und ja, es ist einfach, man kann dieses Buch nicht beschreiben. Auch hier geht es wieder um einen sehr gebrochenen Charakter. Und ich glaube, ich habe eine Schwäche für solche Charaktere, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir fällt es immer öfter auf. Ich liebe diese gebrochenen, kaputten, wenn man das so sagen kann, Charaktere. Ich weiß nicht, die ziehen mich absolut. Da hat irgendwas gerumpelt, das war gruselig. Die ziehen mich absolut in ihren Bann und können mich absolut catchen. Und auch hier war es so. Und dieses Buch, oh mein Gott, das war so viel. Das war so unglaublich toll. Ich habe so, so viel geweint und. Ich möchte auch hier gar nichts zum Inhalt sagen, weil ich einfach finde, ihr müsst euch da selbst reinlesen, weil auch hier, klar, der Klappentext sagt so dieses Übliche, hier geht es um Superstar und Pipapo und bla bla bla, aber ihr müsst es selbst lesen, weil es ist so viel mehr als der Klappentext. Es ist unglaublich, es ist emotional, es ist so emotional, ich habe so viel geweint. Und ja, also wie gesagt, wenn ihr auch so gebrochene Charaktere mögt, dann ist das auf jeden Fall was für euch. Ich liebe es auf jeden Fall. Und dann sind wir auch schon am Ende meines Lesemonats angekommen. Und zwar The Secret Book Club von Lisa K. Adams. Vielen lieben Dank an den KISS Verlag für das Rezensionsexemplar. Ja. Ich muss sagen, ganz am Anfang, als die Vorschau rauskam und das Buch da drin war, hat mich der Klappentext nicht zu 100% angesprochen. Aber als dann der KISS Verlag die Leseprobe gepostet hat, habe ich die gelesen und ich fand die unglaublich toll und habe mir dann so gedacht, okay, komm, frag das Buch mal an und ich habe es dann auch bekommen. Und ich habe es gemeinsam mit der wundervollen Bunny gelesen und ich muss sagen, wir beide wurden absolut positiv überrascht. Das ist so eine coole Geschichte. Auf jeden Fall, hier geht es um Gavin und ja, Gavin hat ein ziemlich großes Problem, nämlich seine Ehe steht vor dem Aus. Seine Frau Lea war das, glaube ich. War das Lea? Ach, bitte lass es Lea gewesen sein. Ach nee, Thea. Oh mein Gott. Naja, Thea und Lea ist fast das gleiche. Seine Frau Thea möchte sich
aus bestimmten Gründen von ihm scheiden lassen. Und ja, er steht jetzt an diesem Punkt, wo er sagt, nein, das möchte er eigentlich nicht. Und ja, da hat er auf einmal seine Kumpels, die ihn so ein bisschen, ich werde auf einmal so dunkel, was ist denn hier los, die ihn so ein bisschen unter die Fittiche nehmen. Und ja, sie ziehen ihn quasi mitten rein in den Book Club, und das ist halt ein Club. Oh Gott, was ist nur los? Das ist halt ein Club, wo die Männer halt Bücher lesen und so versuchen, Frauen zu verstehen und alles besser zu machen. Und ich kann euch sagen, es hat mir unglaublich gut gefallen. Es war einfach so cool. Es war lustig. Es war, ja, es war einfach so richtig cool. Es war locker leicht. Es war einfach, es hat mir so gut gefallen. Man liest ja auch tatsächlich in dem Buch, was Gavin hier dann liest, um halt, ja, alles besser zu machen. Das liest man auch. Und das fand ich unglaublich cool, weil man verfolgt quasi so zwei Geschichten. Einmal die Geschichte der Protagonisten in dem Buch und dann einmal in dem Buch, in dem Buch. Also wisst ihr, was ich meine? Also in dem Buch, was er dann liest, im Buch. Das macht keinen Sinn, aber es war richtig gut und es hat mir so einen Spaß gemacht, dieses Buch. Wir haben es auch relativ schnell gelesen und es hat uns absolut positiv überrascht. Es war total lustig, klar. Manchmal hat man sich so gedacht, oh, Thea, Mann, mach doch jetzt mal das und das oder das gleiche bei Gavin, aber das hat es, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen ausgemacht und es war richtig gut. Es hat uns richtig dolle gefallen und ich freue mich jetzt schon total auf Band 2. Und ja, das war es auch schon mit meinem Lesemonat. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Er ist wieder ein bisschen länger geworden, aber es waren halt auch viele Bücher. Und ja, das war's von mir. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie viele Bücher ihr so gelesen habt oder was ihr allgemein so gelesen habt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!